Funktionen sind sehr einfach, das weiß ich selber, aber so wie diese Aufgaben gestellt werden und wie das mit dem Taschenrechner gerechnet werden sollte, das hat keiner von uns gecheckt. Das wusste auch niemand, wie es gemacht werden sollte. Deswegen, ja, so sind wir mal einfach gleich mal durch diese Aufgabe weg. Komm jetzt her hier. Hey, hier ist Kohle. So, und du hältst jetzt die Schnauze da drüben. Dammit! Du bist. Einfach ein Steigungsdreieck und dann eine Unbekannte auflösen, fertig. Ja, wenn es denn so einfach wäre. Ist es. Das wäre ja auch schön gewesen, wenn genau so die Aufgabe gehießen hätte, aber hieß es. Ja, so heißen ja, sie das nie. Ja nicht, das aber das ist das, was du machen musst. Du musst eigentlich das nur immer in einen anderen Kontext setzen. Das ist später bei Kurvendiskussionen und so weiter, Alter, oder Tangentengleichung ist auch. Du denkst ja auch so, hä, das ist doch nie und nimmer dasselbe. Und dann guckst du es ja andersrum an. Oh, es ist doch dasselbe. Wenn diesen Oh-Moment wahrscheinlich niemals haben. Du hast halt aber nichts mit Mathe zu tun. Blödes Schaf, jetzt beachte mich. Oh, wie ignorant. Jetzt geht's. Sepp, das hat aber nichts mit Mathe zu tun. Nein. Oh. Ich bin auch ignorant Mathe gegenüber, also. Nein, ich meinte ja wegen dem, das wirst du niemals haben, diesen oben Moment. Was steckt da gerade nicht? Lass mich gerade scharf nachdenken, was du meinst. Vielleicht habe ich ja dann nur zwei Oben. Quad Error, der Monstrantum. Wahrscheinlich. Error warum? 404, Find not found. So, ihr Schäfchen, jetzt kommt ihr mit hier. Nein. Jetzt reicht ja schon. Komm her! Nein. Oh Gott, Sepp besteigt schon wieder die Schafe. Gar nicht wahr. Doch. Wenn mir ja hinterher, nicht andersrum. Ah, die Schafe besteigen, Sepp. Wait a second. Boah, jetzt. Mann, hätte ich mich jetzt nicht mehr abgelenkt. Guck mich gefälligst an, du Stück. Es schämt sich aber. Jetzt will er auch nur, jetzt will er auch noch, dass die Schafe ihn dabei angucken. Ja. Jetzt wird's merkwürdig. Aber bewegen sich die Schafe im Wasser überhaupt nicht mehr, wenn man die irgendwie. Ah, jetzt auch noch im Wasser. Ich weiß ja nicht, was du so mit den Schafen anstellst, aber nachdem, was du mit denen machst, kann das schon sein, dass sie sich. Versuch das Schaf aus dem Wasser zu schubsen. Wer will ich doch gar nicht. Jetzt. Ja, es funktioniert. Er will sie vorher baden. Also, komm her hier. Ach, wie herrlich falsch sich das alles anhört. Oh, fuck. Du brauchst gar nicht so gierig gucken. Gehst du wieder rein? Oh Gott. Sepp! Komm her rein. Komm. Habt ihr das jetzt in Dortmund gehört, dass die Ampelfrauen einführen wollen? Dass die Ampel was? Das ist schon seit langem. Ja, in Dortmund wollen sie es jetzt wahrscheinlich. Es gibt sogar schon ein paar deutsche Städte, wo einige Ampeln das haben. Ja. Was das denn? Ist so Ampelfrauen. An den Ampeln. Achso, einfach da, wo du normalerweise Menschenampel brauche ich was. Ja. Wo du drauf drückst, ist dann halt so ein Pong-Spiel. Dann kannst du mit dem, der auf der anderen Straßenseite gegenüber spielt, ein Pong-Spiel. Das meine ich nicht. Das ist aber cool. Das hat ja nichts mit Frauen zu tun. Ich meine, Frau, machst du jetzt denn? Eine Frau oder ein Mann? Dass du kein Ampelmännchen mehr hast, sondern ein Ampelfrauchen. Ja, ich habe keine Gleichberechtigung. Ja, genau, eben das. Wir haben die Bevölkerung gefragt. Und die haben alle gesagt, das ist Bums, ob da ein Männchen oder Weibchen ist. Hauptsache, es wird grün. Naja, es wird grün. Ja, aber manchmal ist es besser, wenn es erstmal rot ist. Und die Frauen haben sie voll überfettet dargestellt. Wäre cool gewesen mit Pfannwende oder so. Statt zum Schirm mit Pfannwende. Naja. Auf in die Küche! Es ist grün! Ich muss mich beeilen! Was ich cool finde, ist wie in der Türkei oder so, dass sie halt wie so Sanduhren haben. Die ablaufen. Ja, das aber das ist dann. Na, dann ist so, das wieder das. Ja, in der Türkei haben sie es aber verbreiteter. Also ich kenn's durch die Türkei. Ich kenn's auch halt. Aus Hamburg, dass da eine Zeit läuft, grün in 10, 9. Ja, das ist cool. Da ist halt eine Sanduhr. Wirklich eine Sanduhr, die. Ja, genau. Ja, aber ob jetzt eine Sanduhr. Hamburg ist das auch. Ja, in Hamburg ist das auch. Das sind ja auch alles kultivierte und coole Städte. Ja. Das wäre dann sinnvoller als so eine Ampelfrau einzuführen, weiß nicht. Na, ich weiß ja, also in Hamburg würde ich jetzt nicht unbedingt wohnen wollen. Nee, das natürlich kann. Nicht, aber zumindest dieses System, das ist gut. Ich meine, Hamburg ist eine coole Stadt, aber zum Wohnen echt nicht, ne. Teuer. Ach, teuer, das geht eigentlich, wenn du in den richtigen Ecken wohnst, aber in den Ecken willst du musst erstmal, du musst erstmal eine finden. Und die sind dann teuer. Gegen München oder so ist das nichts. Ja, na gut, aber wenn der in München arbeitet. Felix, so bist du, ich hab was Braunes, Herdfestes für dich. Er rennt an mir vorbei und fragt, wo ich bin.
Intelligenz von Aga. Hab ich schon nicht gesehen! Ich guck, Marc, du weißt. Was? Ich warte das mal. Hat jemand mal Eisen? Ich hab 4. Gut. Alter! Nur 2. Der Marc ist so schnell, ich wusste etwas zu treffen, wo ich schon eine Chance habe. Marc, das würde ich jetzt als Beleidigung sehen. Wieso? Ich hab ein Kompliment gemacht, ist schnell. Wieso? Das ist eine Beleidigung gegen dich. So. Ich bin für ihn zu schnell, deswegen schlägt er dich. Na, ich stand ja auch da und habe auf ihn gewartet. So, das. Wir hatten einen Camper auf der Treppe. Was? Nee, da stand ein Camper. Ein Camper? Ja, so ein scheiß Skelett, was da die ganze Zeit auf mich wartete. Hallo Sepp. Warte. Hallo. Hallo. Au. So, wir müssen bald mal die Felder abreißen. Nein! Ja, mach nur. Weil ich da bauen muss. Ich brauch Eisen. Willst du mir bestimmt mal die Hälfte davon abgeben, hä? Was willst du haben? Eisen. Irgendwie bist du gerade massiv leiser geworden. Eisen. Er läuft auch die ganze Zeit um mich rum. Ich wollte nur 2. Ihr bald entscheiden. Ich hab keine Kohle, hast du Kohle? Nein, hab ich nicht. Kohle. Weißt du, wirklich nicht, ich kann noch was verwenden. Der Felix hat alles Kohle, also der Felix hat Kohle. Lass dich von Felix nicht anlügen. Nee, mein eines Holster. Eins ist weg. Felix! Du musst da wieder rein! Ich hab nur dieses eine Holz. Na super, das reicht jetzt nicht wie Schlampe. Lass den Scheiß jetzt. Ah, geht doch. Komm, dieses Schafgehege her. Hab ich da hingesetzt. Weißt du, er doch, redet Himmel die ganze Zeit davon, dass er Schafe da hinsetzt. Wo kommt dieses Schafgehege her? Aus heiterem Himmel. Weißt du, manchmal erinnert mich Aga verdammt an die Ork-Arbeiter aus Warcraft 3. Arbeit. Ja, das kann ich. Felix. Was denn? Du bist ein Eis wieder her. Schmeiß es bitte an, gell? Nicht in den Ofen, da könnt's verbrennen, aber ist okay. Och nein. Von den Feldern auch. Jetzt hab ich zweimal Linksklick ins Inventar gemacht und hat sich die ganze Kohle wieder zusammengetan. Dann wartet aber, bis das Feld fertig ist, dann erntet's ab und dann können wir es abreißen. Okay. Nein, Sepp. Nein, Sepp. Doch, Felix. Aber. Find den Gang noch nicht schön. Hast du gerade gesagt, fick den Gang? Find den Gang noch nicht schön. Ich wollte schon sagen. Ich fick den Gang schöner, freilich. Erst die Schafe, okay, jetzt Gang. Der Gang, also Sepp. Ich bin halt notgeil, weißt du? Ja. Merkt man. Erst die Schafe, jetzt die Sandkörner. Könnte ein bisschen wehtun. Den Gang. Ja, solange er nicht danach wieder zu den Schafen geht, sonst haben die wahrscheinlich Sandkörner, wo sie nicht haben wollen. Hätte mir da den scheiß Adblock und so eine Klappe hingesetzt? Durch den Adblock und die Klappe kommt man gut hoch und runter, ohne dass die Schafe irgendwann runterkommen. Ich hab hier ein Tor. Ja, das war da vorher noch nicht gewesen. Oder? Das Doch. Tor war da die ganze Zeit. Hier ist das. Hast du davon? So, die Kohle hat sich stark minimiert. Wo ist hier ein Tor? Ah! Okay. Also, bist du denn blind? Ja. Aga. Der Schacht davor steht. Ja, ich steh's. Sorry. Marc, du hattest vorhin den ganzen Cleanstone wahrscheinlich in deinem Inventar, gell? Naja, ich schub's jetzt auch noch raus. Marc ist weg. Das machst du sehr gut. Ich höre alles, was du sagst. Ich reagiere nur nicht immer sofort. Ja, jetzt komm mit. Ich hab den restlichen Cleanstone, wenn du das brauchst, oben was in die oberste Kiste gemacht. In die oberste Kiste. Du kannst das ruhig gleich immer schon zu Steinziegeln machen. Dann suche ich nicht ewig danach. Okay. Hallo! Es zeigt dir die kalte Schulter. So, jetzt habe ich erstmal alle Öfen belegt. Ist denn er oder wie? Warte! Jetzt, mein Gott! Schwere Geburt, ne? Und jetzt steckst du wieder im Wasser fest! Gott! Ja, schön, die Kartoffeln sind schon gewachsen, die können wir also schon mal abernten. Ja. Der Weizen noch nicht. Warum habe ich nur das Gefühl, dass Marc und ich gerade richtig produktiv sind? Ich bin produktiv, was die Scheiße angeht. Ich mach Schafe. Ich brauche die Schafe, um meinen Dings zu machen. Um seine Sex-Fantasie noch weiter auszuleben. Sepp träumt von einer Orgie mit 64 Schafen. Jetzt muss es irgendwo hoch. Einem ganzen Stack voll Schafe. Ja, ja. Schafe kann man auch stacken. Ich verstehe, was ich meine. Ja, willst du den Adblock? Ja, willst du den Adblock? Richtig scharf.
Übrigens, was willst du denn von? Übrigens trainiert die, die erste Jugger-Mannschaft Flensburgs am Wochenende. Das ist cool, ich habe mir den Link angeguckt auf deiner Facebook-Seite. Was trainiert? Ich hab nicht zugehört, sorry. Die Jugger-Mannschaft von Flensburg hat am Samstag ihr erstes Training. Was ist Jugger? Jugger-Mannschaft. Das wie ist viel dieses... seid ihr denn schon? Also wenn wirklich alle aktiv spielen würden, die in der Gruppe sind, also die Interesse angemeldet haben, wären wir schon 20. Das ist geil. Was ist denn nochmal dieses Jugger? Ich weiß, was du meinst eventuell. Du hast halt 5 Spieler auf in beiden Mannschaften. Das, warte mal. Bevor ich jetzt frage, ist das dieses... wo du da wie so Lab hast, also hier diese komischen Stäbe oder so. Ein bisschen in der Richtung, ja, also die Pommes. Rugby mit genau. Waffen. Ja, genau. Rugby mit Waffen trifft's eigentlich ganz gut, ja. Ja, dann kenne ich das. Ja, Alter, ja stimmt doch, das kenne ich. Ein Freund von mir hat mir seine Seite da geschickt, wo er da aktiv ist. Er macht das nämlich auch. Und die hieß Five Finger Death. Ja, ja, die Pump Mannschaft, so, die Mannschaft das heißt aus halt. Darmstadt heißt die Pink Panthers. Die haben auch nur pinke Uniformen. Meine Güte. Das ist ja herzallerliebst. Wir wollen uns wahrscheinlich die schwarzen Pommes von Flensburgs nennen. Es war erst die Überlegung, die schwarzen Pompen Mordors, aber irgendwie klingt das, hat das nichts mit Flensburg zu tun, deswegen ja, war das nicht so. Ja, genau, Five Finger Death Pompen hießen die. Ganz schön behämmert, aber ich find's lustig. Das ist richtig. Schon mal der Name. Also, der Sport ist richtig lustig und auch die Leute sind meistens so genial drauf. Ja, Moment. Ah. Ja, kein Scheiß damit, Mensch, Schafen. Ich brauch gar nichts mit Schafen, ich soll hier einebnen. Sepp, nicht jeder macht perverse Dinge mit Schafen. Nein, aber das soll sich also immer von dir auf andere ausgehen. Keine einzige Axt mehr hier? Was haben wir? Haben wir keine einzige Axt mehr hier? Nee, ich hab mir auch eine vorhin gemacht. Hier, warte, hier. Kannst meine erstmal haben. Warte. Ach, warte, Kuh. Oh ja, ich drücke immer G und muss Kuh suchen. Ja, die ist sowieso gleich kaputt. Was ist die Kuh? Warum macht die Kühe kaputt? Dass sie es können. Wollen wir einen ewigen Dings draus machen noch? Ewige Wasserquelle oder? Also eine Wasserquelle sollten wir uns halten, ja. Ich meine, wir leben ja nicht im Wasser oder so, aber es wäre schon gut, gell? Ja, wäre praktisch. Ja. Alter, warum habe ich so viel Scheiße im Inventar? Weil du so viel Scheiße mit dir rumschleppst. Hast du irgendwo einen Eimer? Ja, irgendwo waren welche. Ich hab welche. Wer hat hier meine Tempo gepusht? Da war eine Slap falsch. Noxane! Wo soll ich denn den Brunnen hintun? Also den irgendwo an die Seite. Da mach ich einen Nebeneingang vorne hin. Weil da ist erstmal frei. 4x4 hier. Da hinten vor die Wand, ja gut. Kannst machen. Gut, dass ich sie nicht gleich hingesetzt hab. Weil da drunter ist die Höhle. Oh, ich war ja vor 2 Wochen auf dem Elevate-Konzert. Oh, war das geil. Akona und Skullmöld noch als Vorband. Richtig nice gewesen. Was noch? Skullmöld. Kannte ich bis dahin auch nicht. Es sind isländische Pagan-Fraktion, glaube ich, war es. Pagan oder Viking? Eins von beiden. Das nimmt sich ja nicht viel. Nicht so direkt. Die Jungs waren echt cool. Der eine war barfuß auf der Bühne. Nett. Ich meine, einer von den Zuschauern kann ihm nur schlecht auf die Füße treten, also warum nicht, ne? Och, seid ihr da mal nicht so sicher? Hatte ich das bei Nachtblut erzählt, ja, ne? Nee. Wo der Sänger runtergekommen ist? Ja, wenn er runterkommt. Meine ich, hatte ich in irgendeiner Aufnahme schon erzählt. Nee. Ist er wunderbar. Ich war ja auf dem War-Konzert und wir hatten da Nachtblut als Vorband gehabt. Oh, das wusste ich tatsächlich. Nee, das wusste ich jetzt. Du hast die, dass du Fotos und Autogramme mit denen hast, das bewusst, ne? Ja. Ist halt und dann war Nachtblut halt auf der Bühne und dann hat er bei seinem letzten Lied oder so hat er gemeint, ja, und wollt ihr, dass ich denn nochmal zu euch runter in den Pit komme, während wir spielen? Also während er halt einen Nicht-Gesangspart hatte. Und dann ist er runtergekommen und dann schrie nur irgendwer, endlich ein Mädchen im Pit! Mit seinen mega langen Haaren. Weil dagegen sind deine Haare kurz, Sepp. Okay. Der da auf dem Kopf hat. Das ist fast die doppelte Länge von dir. Was? Der ist bestimmt noch 5 Meter groß, ne? Nee, aber der ist auf jeden Fall seine 1,90 hat er bestimmt. Wenn nicht sogar 2 Meter. Oh, ist ein Kätzchen! Denn so halt astronomisch lange schwarze Haare und wirklich pechschwarz. Also so richtig dieses rabenschwarze, glänzende Haar. Gefärbt hat er sie nicht. Nee, es war nicht gefärbt, hast du gesehen. Ich mach's hinter dir alles zu, gell? So siehst du also, ja.
Ja, sowas kann man sehr gut sehen. Man muss nur ein bisschen das Auge dafür haben. Und wenn man mehrere Friseusen im Umkreis hat. Weiß von einem Meter im Bett, meinst du? Hätte ich nichts gegen, aber. Das ist eine andere Geschichte. Ach ja. Lass das ja mal jemand nicht hören, ne? Lauf doch mal zu hier, Marc. Und Apfel. Und Sofa, wenn du irgendwann mal wieder Internet hast und diese Folge hörst, ich meine nicht deine Mitbewohnerin. Ja, ja. Nee, das muss wirklich nicht sein. Nicht vom Außen.